Seid gegrüßt und willkommen zur sechsten Episode meiner Medieval Dynasty Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin jetzt wieder hier im Dorf und muss ja Quests abschließen und mit den Frauen, mit den Damen hier flirten. Und ich gehe erstmal die Quests abgeben. Danach suche ich mir hier die Frauen aus und verschrecke sie wieder. Oh, da war noch jemand. Hallo, bleib mal da. Unirat? Kann ich dir bei etwas helfen? Ah, der wird eine Quest für mich haben. Hey, junger Mann, ich brauche deine Hilfe. Ich bin ein älterer Mensch und kann keine Werkzeuge herstellen. Könntest du mir bitte eine Axt bringen? Ich werde nicht vergessen, dich dafür zu belohnen. Ich kann das tun. Das machen wir jetzt auch mal direkt. Machen ihm eine Axt. Denn wir können ja direkt eine herstellen, weil wir ja genug Sachen gesammelt haben. Muss ich für meine Axt halt gucken, dass ich da wieder zwei Stöcke finde. Du warst das, oder? Nee, du warst das. Nee. Oder doch? Unirat? Hier ist die Axt, die du wolltest. Ich danke dir vielmals. Von früher kenne ich ein paar Crafting-Rezepte und ich werde sie dir zeigen. Dankeschön. Hast du mir die schon gezeigt oder zeigst du mir die noch? Hey, hast du einen Moment Zeit? Hast du den Adligen gesehen, der gerade... Nee, was für ein Tag. Ich habe fast ununterbrochen gearbeitet, aber ich weiß, dass ich meine harte Arbeit auszahlen werde. Du weißt ja, was man sagt. Der Frühvogel fängt den Wurm. Keine Zustimmung. Es ist gut, hart zu arbeiten, aber man sollte sich nicht überanstrengen. Ich gehe jetzt, tschö. Die sind schwierig, die Leute. Du bist Unigos, ne? So, also, was hat Sambor gesagt? Nun, er ist ein Einzelgänger, der durch die Wälder streift, aber er kennt das Wildtier in der Gegend und er glaubt, dass sowohl Kostovia als auch Denika bald mit Wolfsangriffen zu kämpfen haben werden. Ich hatte befürchtet, dass er so etwas sagen würde, hätte ich jetzt gedacht. Nun, hier ist deine erste Belohnung mit freundlicher Genehmigung der letzten Steuereintreibung, der Sambor tatsächlich nachgekommen ist. Was wirst du tun? Ich werde mich um die Verteidigung hier in Gostovia kümmern. Aber hey, sorge dafür, dass auch Denika vorbereitet ist. Geh dorthin und überzeuge Dagobert davon, Palisaden zu bauen. Sie werden zu allem bereit sein. Ich gebe dir mein Wort. Okay. Okay. Eine muss ich noch helfen. Und halt... den anderen Kram machen so. Muss ich jetzt mit Alvin? Wo ist denn Alvin? Hier ist kein Alvin. Wo ist denn der draußen? Ob ich jetzt wüsste, welcher er davon ist. Da sitzt er. Hallo, was gibt's Neues bei dir? Ein sehr heißer Tag, stimmt's? Nichts ist neu. Ich habe viel Arbeit vor mir und nur um mir das Leben nicht zu leicht zu machen, leckt mein Trinkschlauch. Nun, das ist sehr traurig. Kannst du nicht einfach einen neuen kaufen? Dies ist mein Favorit. Ich hänge daran. Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Du musst sehr beschäftigt sein mit all der Arbeit und so. Ich könnte tatsächlich etwas Hilfe gebrauchen. Westlich von hier liegt ein Dorf, in dem es eine Näherei gibt. Kannst du dorthin gehen und mit dem Näher sprechen, damit er mir meinen Trinkschlauch repariert? Natürlich, das sieht mir nicht nach einer übertriebenen Bitte aus. Ich komme wieder, wenn es repariert ist. Ja, cool. Jetzt muss ich nur noch mit irgendwem erfolgreich flirten. Also mit einer Dame von hier. Das wird ja interessant. Oh, ich bekomme Zwiebelsamen, wenn ich mit Mathilda gesprochen habe. Hi, Gisela. Hey, hast du einen Moment Zeit? Kürzlich bin ich in die Jagd eingestiegen. Hast du irgendwelche Tipps? Zustimmung plus 2. Tut mir leid, ich weiß nicht mehr darüber. Oh, aber was würde ich tun, um etwas Wild zu bekommen? So lecker. Entschuldigung, worüber sprachen wir gerade? Ich möchte etwas sagen, schöne Frau. Tut mir leid, aber ich bin... Oh, toll. Ingrida. Hallo. Hey, hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht's? Kürzlich bin ich in die Jagd eingestiegen. Hast du irgendwelche Tipps? Zustimmung plus 5. Du musst noch eine Menge lernen. Vielleicht kann ich dich eines Tages unterrichten. Es ist immer schön zu sehen, wie die Leute diesen noblen Zeitvertreib aufgreifen. Hey, hast du einen Moment Zeit? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Mir geht es gut. Was ist mit dir? Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Tut mir leid, ich kenne dich noch nicht gut genug. Oh. Bist du noch frei?
Hallo? Sie ist im Moment nicht daran interessiert, mit mir zu reden. Oh, was sehe ich denn hier? Ach, hier sehe ich, was die Fistots haben. Leopolda, jagen kann sie? Okay. Hi. Ich schaffe eine neue Siedlung und suche gute Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen. Nee, hey, ist doch im Moment Zeit. Schönes Wetter haben wir heute, findest du nicht? Oder wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Plus 5. Ich genieße, was ich tue. Du wirkst zuverlässig. Vielleicht kannst du mir irgendwann helfen. Hey, hast du im Moment Zeit? Ich komme gerade von der Feldarbeit zurück. Harter Job. Plus 2. Dann bist du es wohl gewohnt, mit Schlamm bedeckt zu sein. Gehen wir nochmal auf die 3. Kürzlich bin ich Jagd eingestiegen. Hast du irgendwelche Tipps? Zustimmung plus 5. Oh, sehr gut. Du musst doch eine Menge lernen. Vielleicht kann ich dich eines Tages unterrichten. Immer schön zu sehen, bla bla bla. Hey, ist ein Moment Zeit. Was für ein Tag. Ich habe fast unterbrochen gearbeitet, bla bla bla. Oh, das gefällt dir zwar nicht, aber naja. Nochmal mit 3. Oh, hat keinen Bock. Hallo, ich möchte was sagen für eine Frau. Ich möchte noch nicht noch mehr Zeit ohne dich verschwenden. Heirate mich. Chance 0. Nee. Weißt du, wie viel Geld... Nee. Weißt du, wie ich viel Geld zu haben... Was? Weißt du, wie ich viel Geld zu haben, macht das Leben um einiges einfacher. Nee. Weißt du, ich mag dich sehr gern. Zu lange muss an. Ich denke, wir sollten uns etwas besser kennenlernen, bevor auch ich diese Behauptung aufstellen kann. Ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Leopolda. Oh, neues Level. Diplomatie. Was? Was ist passiert? Schauen wir mal rein in die Fähigkeiten. Diplomatiekenntnisse. Plus 1 Fähigkeit durch diplomatische Aktivitäten. Diplomatie in Arbeit. 20% Erhöhung des Rufs der Dynastie durch Herausforderungen. Romeo. 10% mehr Gunst durch Gönne die Herzenquests. Och nö. Das klingt ja kompliziert. Ich würde sagen, dass ich mit dem Fähigkeitspunkt nehme ich. Dann kann ich irgendwann hier Geschenke machen. Und... niedrigere Einkommen. Nee, Geschenke machen wird wahrscheinlich sinnvoller sein. Technologie. Ich habe kein Geld. Das bringt mir eigentlich so gar nichts. Eisenbolzen könnte ich machen. Näherei. Oh Mann, wo kriege ich denn das ganze Geld her? Oh Gott, war das laut mit der Fackel. Habe ich den Ton dabei? Natürlich habe ich meinen Ton. Gut, dann werde ich wohl zu der Näherin gehen müssen. Aber vorher esse ich noch irgendwas, was gerade irgendwie kaputt geht, das Trockenfleisch hier. So, trinken kann ich ja am Fluss. Mal eben kurz noch mal hier reinschauen mit dem Flirten. Aber wie soll ich denn das hinkriegen? Das klappt niemals. Na, ich kann es ja hier im Westen im Dorf versuchen. Denika, da muss ich eh hin. Main, die Leute, wie waren das hier? Doch, hier muss ich, genau, genau. Ach, sogar beide in einem Gebäude. Aber wie komme ich da hin? Das ist doch ein super weiter Weg. Am besten ja querfeldein. Aber ich sollte dem Weg echt folgen. Ah, links oder rechts? Okay, wenn ich zum Wasser will, muss ich hier rechts rumgehen. Machen wir wieder eine Nachtwanderung. Warum auch nicht? Nee, ich will ans Wasser. Hallo? Lass mich ans Wasser. Da. Dann schön nachts ankommen. Da wird sich die Person freuen, wenn ich sie aufwecke. Achso, ich muss da gar nicht hier durchgehen. La la la, es ist hier dunkel. So, hier ist der Weg. So, hier ist es wieder heller. Wahrscheinlich... Oh, da ist der Mond. Gut. Denika, genau. Nehmen wir den Weg hier doch. Haben wir hier Steine irgendwo zufällig? Nö. Haben wir hier was anderes? Warum ist der Boden hier so anders? Gibt es hier auch Lehm? Das hier ist Ton. Wie gut. Nee, auf 7. 7 war das.
Bohnen vollkommen abgeerntet. Ja, wir gehen mal weiter. Und ich habe den Weg verloren. Hier oben irgendwo. Ich brauche ja noch ein, zwei Steine. Ah, hier. Danke. Der ist zu groß. Stein. So, hier wird der Weg sein. Genau. Fackel wieder aus. Und ich bin schon überladen. Verdammt. Fühlt sich auch echt langsamer an irgendwie. Oh, ich sollte echt überdenken, ob ich vielleicht querfeld eingehen soll. Aber bei Nacht ist das halt nicht so eine tolle Idee. Was mache ich denn? Ich gucke, da ich mir ein Lagerfeuer baue. Hier irgendwie am Wasser oder so. Da schlafe ich eine Runde einfach. Eine Fackel? Nee. Weitere. Lagerfeuer. Ich brauche Stöcke. Natürlich. Stock. Stock. Natürlich immer nur ein Stock. Ich muss hier so ein Gebüschdings finden. Ich immer mit meinem Hüpfen. Wir sind einfach keine da. Stein? Hallo? Oh, das ist kein Stock. Ja, nehme Stöcke einfach so. Alles gut. Dauert zwar etwas länger, aber was soll's. Auch noch einen. Mann, hätte ich den mal mitgenommen, der lag da. Möchte ich dann hier so hinhaben? Das sieht mir sicher aus, hier zu schlafen. Oh, nicht auf Wasser. Oh, ich will aber nicht alles hier abbrennen lassen. Dann hierhin. Einfaches Lagerfeuer abgeschlossen. Entzünde ein Feuer. Brutzel, kochen. Hab natürlich nichts. Dann schlafen. Den Tag schlafen. Tada, es ist wieder hell. Ich lebe noch. Ich trinke mal zur Sicherheit was. So. Dann reisen wir mal weiter. Wir sind irgendwie kaum weggekommen. Wir sind hier noch quasi im Büro, wo. Auch mal nach Tieren Ausschau halten. Zweige. Nö, auch nichts Neues hier. Oh, Beeren. Die könnte ich ja wegsnacken, also viele davon. Um den Hunger so ein bisschen zu stillen. Ja, nimm die Stöcke auch mit, wenn du willst. Kein Ding. Da. Beeren, Beeren, Beeren. Oh, hier sind noch mehr. Mein Gott. Ich werde mich mit Beeren vollstopfen. Dann ist irgendwas Giftiges. Mal gucken, wie viele Beeren ich jetzt schon gesammelt habe. 75. Heieiei. Erstmal mit Beeren vollstopfen. 0,5. Kann gedrückt halten, oder? Nee, leider nicht. So schnell kann ich gar nicht. Nom, 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 nom. Das füllt auch Wasser auf. Oh, ist das dumm. Voll gestopft mit Beeren. Ich nehme einfach noch mehr mit. Bärenhunger hat man hier aber auch. Oh Mann. Achso, ich werde immer voller. Wie viel haben wir denn schon? Oh, ich bin 5 Kilo drüber. Nicht gut, aber ich laufe jetzt einfach querfeld ein. Es ist Tag. Und ich traue mir zu, dass ich nicht weglaufen kann. Verdammt. Was kann ich jetzt abwerfen? Rundholz? Was ist denn? Oh, ich habe 4 Steine dabei. Das ist aber nicht gut. Ton, ja, der Ton ist es irgendwie, ne? Ich crafte mir mal ein neues. Was brauche ich denn neu? Oh, ich habe gar keine Axt mehr. Ich habe doch eine. Moment mal, Steinaxt. Oh, bin ich trotzdem nicht leichter. Der Hammer ist fast kaputt. Den werfe ich jetzt weg. Mach mir eben einen neuen. Da habe ich ja wieder ein bisschen Platz. Ich brauche Rundholz und Stöcke. Wie immer. Moment mal, was war denn so schwer? Moment mal eben. Die Hose habe ich an. Fleisch. Ja, die Steine. Ich brauche gar. Moment mal, ich brauche für die Axt gar keine Steine, ne? Ja, für den Hammer. Ja, die Steine kommen dann weg. Ich lasse die mal auf dem Weg liegen, wenn ich mal hier zurückkomme und Platz habe. Zack, alle weg.
Jetzt bin ich wieder leichter, genau. Ich mache mir aber trotzdem das. Ne, ich mache mir das Werkzeug jetzt nicht. Ich laufe lieber. So, und jetzt Quellfeld ein. Und Kurs ist gelegt und laufen. Okay, eventuell sollte ich den Speer schon mal in die Hand nehmen. Rennen, hüpfen. Was ist das denn hier? Ist das auch Beeren? Nö. Irgendwelche Blätter. Hm. 600 Meter nur noch, das schaffen wir. Keine wilden Tiere, die mich fressen wollen, die mal auflauern. Nö. Knapp 500 Meter. Ich glaube, ich sehe da hinten schon irgendwelche. Warum sehe ich denn hier keine Tiere mehr? Oh. Hm. Das wird eh nicht treffen. Jetzt muss ich ja eine Treibjagd machen. Also hinterher. Warum bleibst du denn nicht stehen? Geht doch. Oh, Bären. Nein. Wie viel muss ich wohl treffen? Zwei, ne? Dreimal. Das war daneben. Den hole ich mir auf jeden Fall direkt zurück, den Speer. Da. Das ist voll praktisch. Aber wo ist jetzt das Viech, was ich angedingst habe? Mist. Nicht aufgepasst. Ist es das? Nee. Oder das? Man weiß es nicht. Das da ist es. Oder das? Verdammt, so viele. Sieht irgendwie voll klein aus. Und ich habe keine Speere mehr, verdammt. Oh, hier habe ich ja welche. Und hier. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Ach, verdammt. Speer? Nee, der große wird es nicht sein. Das hier war es, oder? Ich lasse mich wieder ablenken. Gar nicht gut. Dann habe ich wieder keine Speere. Okay, der steckt drin. Ich laufe jetzt hinterher, ist mir auch egal. Nein, nein, nein. Verblute doch bitte, oder werd langsamer. Mann. Das war das Viech eh nicht, das war ein anderes. Oh Mann. Ich gibt's gar keine Rehe mehr. Oder Hirsche, Rehe, was auch immer. Ein Glück. Also, für mich, für das Viech hier nicht. Bin ich gleich wahrscheinlich wieder überladen. Kennt man ja. Wir nehmen das mal aus. Vielleicht können wir es ja in dem Dorf irgendwie verkaufen oder so. Drei Leder, vier Fleisch. Naja. 435 Meter nur noch. Wie teuer war nochmal so ein Speer? Oh, ich habe Rundholz. Ich habe Rundholz dabei? Wow. Ich depp. Oh, da läuft wieder ein Viech rum. Ich hoffe, das war kein Wolf. Schauen wir mal, was es war. Oder ist. Ist ja zum Glück auf dem Weg. Ein Fuchs. Das war ein Fuchs. Oh, der hat aber ganz schön viel geblutet. Da hinten ja. Lauf halt weiter rum, mir egal. Die machen voll die komischen Geräusche. Das gefällt mir nicht. Hier ist aber keine weiteren Ablenkungen mehr. Ich gehe. Oh, hier ist noch einer. Was ist das? Das ist ein Hase. Das war ein Hase. Hätte ich jetzt echt so die Hasen jagen müssen? Oh Mann. Richtig aufwendig. Ja.
Nicht ablenken lassen, nicht ablenken. Nein, 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 nein. Laufen, 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 laufen. Wo wohnen die Leute denn hier? Noch super weit weg. Oh, hier kommt gleich ein Fluss. Da kann ich wieder Wasser trinken. Naja, Fluss. Eher ein Bach. Blub, blub, blub. Bitte kein Bär. Oh, so ein großes Viech. Wenn ich schon darauf zulaufe, kann ich ja üben. Wow. Danke zielen, dass ich so weit nach rechts werfe. Naja, das kann ich vergessen. Oh, wie viel Wild hier ist. Und da ist noch ein Wildschwein da hinten. Da werfe ich jetzt aber nicht hin. Und ich dachte schon, es gibt wenig Tiere. Also die Vielfalt. Oh, wie weit ist denn das noch? Ah, ich sehe die Häuser. Sehr gut. Dann packen wir den Speer schon einmal weg. Oh, noch mehr Bären. So, warum genau seid ihr hier angesiedelt und nicht da, wo Wasser ist? Wo läuft die Näherin rum? Wo ist die hier drin? Gucken. Mathilda. Hey, hi, hi, hi. Ist das hier die Näherstube? Einfach mal überall rein. Ja, das sieht aus wie ein Nähdings. Hallo. Hallo, der Trinkschlauch meines Freundes ist kaputt. Ich suche jemanden, der ihn reparieren kann. Ich kann es reparieren, soweit ich das beurteilen kann. Wird es nicht besonders schwierig sein, aber es fehlen mir Materialien natürlich. Ich habe aber zum Glück Jagd. Was brauchst du? Vielleicht kann ich es besorgen. Leder, ich denke, ein paar Stücke reichen aus. Diese Wälder sind voller Wildtiere. Glaubst du, dass du es schaffen kannst? Sicher, wie schwer kann das sein? Ich komme mit dem Leder zurück. Eber, Hirsch oder Eber? Oh nein, sammle Leder. Na super, jetzt kann ich noch mehr Viecher jagen. Hi, Herbert. Gut, ich beende die Episode dann einfach mal für heute. Wenn es euch gefallen hat, können Sie natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um zu sehen, wie ich das erforderliche Leder in den Wäldern hier sammeln werde, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.